Hallo zusammen, mein Name ist Benjamin, ich bin der Modellbauleihe und möchte mich, bevor ich euch mein neues Video eben zeige, zuerst einmal für meine ersten 100, jetzt schon 103 Abonnenten bedanken. Als ich vor 4 Monaten circa, also am 27.12. mein erstes Video auf diesen Kanal hochgeladen habe, konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich innerhalb von 4 Monaten bereits 100 Abonnenten haben werde. Das macht mir sehr viel Freude, auch weil ihr sehr viele Kommentare mir schon gegeben habt, konstruktive Kritik geäußert habt, das, wo ich auch viel von euch lernen konnte. Und ich hoffe, dass vielleicht das eine oder das andere vielleicht auch euch bereits geholfen hat, etwas umzusetzen. Auf diesem Wege möchte ich mich auf jeden Fall jetzt einmal für meine ersten 100 Abonnenten bedanken. Und natürlich mache ich weiter. Ich werde schauen, dass ich so einmal in der Woche, wahrscheinlich so am Donnerstag herum, immer weiterhin ein Video eben hochladen werde, je nachdem, wie ich es schaffe, auch eben die Arbeiten durchzuführen an meiner Bahn, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Da ist noch einiges zu tun, also es wird auch noch einiges zu sehen sein. Aber jetzt will ich euch nicht länger aufhalten. Ich möchte euch jetzt viel Freude zu meinem neuesten Video, wo es um die Polarisierung der Weichen geht, eben herzlich einladen, das anzuschauen, und viel Freude damit. Ich möchte euch zeigen, das hat jetzt Rocco anscheinend neu, weil ich habe das noch nicht so gesehen oder kein Video gesehen, oder vielleicht habe ich es nicht gefunden auf YouTube. Bei diesen Weichen, zum Beispiel der 40296er Weiche, wegen der Polarisierung, haben die jetzt das schon vorgemacht. Das heißt, ich zeige euch das da mal da. Wir haben da 3 Steckverbindungen. Darüber sieht das, ja. Und wir haben auch da 3 Steckverbindungen, die jeweils mit dem richtigen Gleis verbunden sind. Und man muss jetzt nur mit einem Kabel eben ABC, wobei das grüne Kabel den ersten betrifft, das schwarze Kabel kommt zum zweiten, das rote Kabel zum dritten. Und wenn ihr das gemacht habt, dann schaut das so aus. Und ihr habt sozusagen die Weiche polarisiert. Das heißt, auch wenn der Zug da langsam drüber fährt, bekommt er den Strom, den er braucht. Und ja, ihr habt gesehen, bis jetzt musste man das immer löten, man musste eben das bei gewissen Stellen löten. Man hat das jetzt anscheinend bei diesen Gleisen oder bei diesen Weichen so gemacht, dass man einfach mit einem Quadrat mit Steckverbindung das zusammenstecken kann. Ihr seht ja, ich habe das einzeln gekürzt, so dass das schön reinpasst, und die Kabel stecken eigentlich recht fest. Das heißt, man muss nichts löten, gar nichts, das bleibt so. Und schaut auch nicht so schlecht aus, finde ich. Und eben, man muss auch nicht da was anlöten, weil eben da die Steckverbindungen sind. Und da geht das Kabel weg zum Weichenschaltung, also zum Decoder, wo dann die Weiche geschalten wird. Ich zeige es euch jetzt noch einmal direkt. Wie ihr seht, das die Isolierung weggenommen, schön gerade. Und man steckt jetzt einfach das in diese Steckverbindung, bis es eben haltet, relativ fest haltet. Dann schneidet man das einmal da ein, bei der letzten Verbindung. Gehen da zurück bis daher. Nehmen das auseinander und fangen
sozusagen. So. Da machen wir nochmal ein bisschen Schnitt. Passt. Okay, das hat sich ein bisschen gelöst. Das tun wir wieder raus, rein. Passt. Wir kürzen das jetzt da auf die Länge. Bis ungefähr zum nächsten. So, also ich mache das dann am besten, wenn ihr das so umbiegt mit einer Pinzette. Erste steckt drinnen. Passt. Also wieder die Länge weg. Länge. So. Nachdem wir die Länge da geschnitten haben und abisoliert haben, biegen wir das da um mit der Pinzette. Und stecken das dann da rein. Jetzt haben wir noch den letzten. Brauchen wir nicht mehr abisolieren. Und biegen. Einstecken. Gut, dann tun wir das nochmal fest reindrücken, damit das da auch haltet. Passt. Und somit haben wir es auch bei der nächsten Weiche schön gemacht und sie ist polarisiert. Und wie ihr sehen könnt, das möchte ich noch einmal erwähnen, wir sind ein Haus mit Enkelkindern, die immer wieder reinstürmen, die man auch hört, aber okay. Das in unserem Haus ist halt Leben und das ist ja eh was Schönes. Auch wenn die das freut mich, dass eigentlich ihr das mitbekommt, wie es bei uns rund kunterbunt zugeht. Passt.